BioNTech gilt als eines der Vorzeigeunternehmen Deutschlands, vor allem durch den weltweiten Erfolg seines Corona-Impfstoffs. Heute hat sich Bundeskanzler Scholz am Standort Marburg ein Bild gemacht von weiteren Produktions- und Forschungsvorhaben. Und auch wenn BioNTech im britischen Cambridge ein Entwicklungszentrum zur Krebstherapie aufbauen will, Deutschland soll der wichtigste Standort des Pharmaunternehmens bleiben, auch mit Hilfe der Politik, wie der Kanzler betonte. Wir brauchen eine Forschungslandschaft, die wir gemeinsam mit den Ländern in Deutschland stabilisieren, weiterentwickeln müssen, damit Grundlagenforschung in Deutschland stattfinden kann, die dann die nächsten großen Erkenntnisse ermöglicht. Aber wir brauchen auch gerade, wenn es um medizinischen Fortschritt geht, Rahmenbedingungen, die es schnell möglich machen, Forschung durchzuführen, mit Patientinnen und Patienten zu arbeiten, Daten zu nutzen. Und das Versprechen habe ich hier auch abgegeben, dass neue Deutschland-Tempo, das wir haben und jetzt vorgelegt haben, als es darum ging, wie schaffen wir das in 200 Tagen, Pipelines zu bauen und Terminals an den norddeutschen Küsten zu errichten. Dieses Deutschland-Tempo soll auch dann gelten, wenn es um den Wissenschaftsstandort, den Forschungsstandort, den Medizinproduktionsstandort Deutschland geht. Und das werden wir tun. Und wir schalten zu Janine Hildmann nach Frankfurt am Main. Ja, BioNTech baut seinen Standort Marburg aus. Bundeskanzler Scholz war zu Besuch. Was bedeutet diese Investition für den Standort Deutschland? Ja, man kann das durchaus als starkes Signal werten, gerade in diesen Zeiten. BioNTech möchte laut eigenen Angaben 40 Millionen Euro für diese Investition in die Hand nehmen. Es geht dabei vor allem darum, in Marburg die Fabriken weiter auszubauen. Davon gibt es zwei Stück. Und das Ziel ist vor allem dort, Plasmide selbst herzustellen. Die werden gebraucht, insbesondere für die mRNA-Botenstoffe. Wir kennen das aus der Corona-Impfdebatte und aus den Corona-Impfungen. Und eben auch vor allem für die Krebstherapie sind diese Plasmide sehr, sehr wichtig. Jetzt muss man einmal schauen, zu welchem Zeitpunkt kommt diese Ansage von BioNTech zu sagen, wir investieren in Marburg und damit auch am Standort Deutschland, denn es wurde eben schon leicht angesprochen, vor etwa 4 Wochen kam die Information, dass eben BioNTech einen Standort in Sachen Forschungs- und Entwicklungszentrum in England eben plant. Dort ist das Ziel, dass man bis 2030 bis zu 10.000 Patientinnen und Patienten mit einer personalisierten mRNA-Krebsimmuntherapie behandelt. Also dort hat man auch ganz konkrete Ziele. Und nicht wenige haben gesagt, oh Moment mal, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen wieder einen Standort im Ausland sucht. Was bedeutet das eben für uns in Deutschland? Sind die Rahmenbedingungen eben einfach nicht so, dass wir ein Unternehmen wie beispielsweise BioNTech halten können? Jetzt also heute diese Zusage von BioNTech und das wird durchaus den einen oder anderen beruhigt haben, was die Möglichkeiten der Pharmaziebranche in Deutschland angeht. Wie will denn Bundeskanzler Scholz den Standort Deutschland für die Medizinindustrie attraktiver machen? Ja, er hat das eben ja selbst schon ein wenig angesprochen. Er hat ganz klar durchaus benannt, dass es noch Möglichkeiten gibt, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen. Ganz klar, was Daten angeht, die sind ja unglaublich wichtig. Gerade im Forschungsbereich braucht man viele Daten, um dann eben auch medizinische Voraussetzungen zu schaffen und Medikamente in den Markt einzuführen. Außerdem geht es eben darum, auch Fabriken schlicht und ergreifend schneller zu bauen, also Zulassungsgenehmigungen. Er sagte eben auch, da gibt es gesetzlich noch Luft nach oben. Er hat aber auch schon gesagt, einiges sei eben schon gut. Und wir haben es eben von ihm selbst schon gehört, das Deutschland-Tempo, das bemüht ja die Ampelkoalition inzwischen als klaren Begriff, als regelmäßigen Begriff. Das möchte man eben auch auf die Pharmazieindustrie übertragen und auch hier nutzen, um damit eben ein deutliches Signal zu senden. Ja, wir sehen euch, wir möchten euch hier an unserem Standort in Deutschland haben. Bitte wandert nicht ab, denn wir beschleunigen hier auch Genehmigungsprozesse. Ja genau, denn die Gefahr besteht ja durchaus, dass Unternehmen ins Ausland abwandern, ganz oder teilweise. Was wünschen sich denn die BioNTech-Gründer vom Staat, um den Standort Deutschland attraktiver zu machen? Ja, die Mitgründerin Eslem Türeci, die hat vorhin ähnliche Worte in den Mund genommen, wie der Kanzler das getan hat. Sie hat gesagt, wir brauchen schnellere Zulassungsmöglichkeiten, also dass wir auch wirklich wissen können, wir können bauen, wir können produzieren. Und eben auch die Standorte und die Bedingungen für gute Standorte müssten verbessert werden. Allerdings muss man sagen, ist sie da jetzt zumindest bei der Pressekonferenz nicht nochmal ins Detail gegangen. Aber man ist sich im Grunde darüber einig, wo da in Deutschland noch Luft nach oben ist. Und man scheint da zumindest auch miteinander im Gespräch zu bleiben.
Dann gehen wir noch mal zum Schluss ins Detail. Der Standort Marburg von BioNTech. Was soll da genau produziert werden? Ja, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Es geht vor allem darum, Plasmide selbst herzustellen. Plasmide sind kleine, ringförmige DNA-Moleküle. Und die sind unglaublich wichtig, um mRNA-Botenstoffe herstellen zu können, vereinfacht gesagt. Die kennen wir eben aus dem Corona-Impfstoff, den BioNTech hergestellt und entwickelt hat. Diese Plasmide sind aber auch wichtig, wenn es um die Krebsforschung geht. Auch dort werden sie eingesetzt und auch bei anderen Infektionskrankheiten. Bisher war es so, dass eben BioNTech diese Plasmide extern eingekauft hat. Und da ist es eben so, dass man gesagt hat, da ist der Markt auch eben nicht immer unbedingt stabil. Wir kennen das, Angebot und Nachfrage. Wenn viele nachfragen nach Plasmiden, wird der Preis dadurch entsprechend hoch. Und nun möchte man eben bei BioNTech sagen, dass man unabhängig davon wird und diese Plasmide eben selbst herstellen, damit eben auch in die Wertschöpfungskette mit aufnehmen und damit eben auch sicherstellen, dass man mRNA-basierte Medikamente in Deutschland produziert und damit auch in Deutschland verkaufen kann und für den europäischen Markt zur Verfügung stellen kann. Janine Hilpmann in Frankfurt am Main. Vielen Dank für die Information.